In meinem Wikifolio ist die Aktie von Wata derzeit der höchstgewichtetste deutsche Wert. Das hat Gründe und diese Gründe die sind insbesondere fundamentalanalytisch begründet. Und ich möchte euch in diesem Video einmal über, äh, ja, über die Ansätze meiner Fundamentalanalyse ähm, etwas oder ich möchte euch da einen genaueren Einblick geben. Vorher aber wie immer die, äh, der Disclaimer. Und zwar, ihr wisst, dass der Inhalt dieses Videos ausschließlich der Information und der Unterhaltung dient und dass ich hier keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes gebe, sondern nur meine eigenen Gedanken und Erkenntnisse dokumentiere und reflektiere und auch niemanden in irgendeiner Form beeinflussen oder zu einer Handlung motivieren möchte. Alle Zuschauer ähm, sind ausdrücklich aufgefordert, sich zu den Inhalten eine eigene Meinung zu bilden und sich auch fachkundig und unabhängig beraten zu lassen bevor Sie Ihre Anlageentscheidung treffen. Bevor wir mit der Fundamentalanalyse der warta aktie beginnen, hier nochmal ein kleiner Rückblick auf das Video vom vom letzten Wochenende. Das hieß ja Bullenfalle oder Bullenmarkt, und äh, inzwischen hat sich da wohl eine Entscheidung ähm, getroffen. Und darüber wollen wir oder das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Sehen wir uns mal den Chart an. Am letzten Montag bin ich für den DAX ja noch tendenziell von einer, von einer Korrektur an der 100-Tage-Linie, spätestens aber hier an der 200-Tage-Linie ausgegangen. Und ich habe euch diesen Chart hier gezeigt. Meine Annahme war ja, dass die Widerstände an der, an der 100- und an der 200-Tage-Linie dann so massiv sein werden, dass der DAX. Zuerst wieder in den Bereich ja, der grünen Linie zurückfallen muss, also in den Bereich der 10.300 bis 10.500 Linie, also die grüne Linie, das ist die 50-Tage-Linie, um, äh, um dort einen Anlauf für das Überwinden der Widerstände der 100- und der 200-Tage-Linie sammeln zu können. Per heute sieht der DAX so aus, und wie man sehen kann, äh, ist der DAX in einem Ritt durch die beiden Widerstände durchgegangen. Und zwar wie ein Messer durch die Butter. Und noch ist zwar das in der, in der vergangenen Woche erwartete Szenario von einem Rückgang an die 50-Tage-Linie nicht ausgeschlossen, aber an der Börse ist nichts schlimmer, als an einer vorherigen Meinung, an einer alten Meinung festzuhalten, nur um Recht zu behalten. Man muss sich eigentlich vielmehr ein Mindset der, der, ja, der permanenten Agilität aufbauen muss jederzeit in der Lage sein, neue Erkenntnisse in der Ausrichtung des Portfolios berücksichtigen zu können. Und typischerweise werden jetzt die beiden Widerstände aus der letzten Woche nämlich zu Unterstützung. Und per heute ist deshalb die Wahrscheinlichkeit enorm gesunken, dass wir kurzfristig noch einmal in den Bereich der 10.300 bis 10.500 Punkte zurückfallen können. Ähm, auch weil wir hier wieder eine steigende 50-Tage-Durchschnittslinie sehen können. Die Frage ist, wie verträgt sich das jetzt mit den konjunkturell und also volkswirtschaftlich eher schwachen Aussichten? Ähm, wie kann man diese erwartet schwache Gesamtwirtschaft mit äh, den enorm steigenden Aktienkursen zusammenbringen? Und ich denke, dass die steigenden Aktienkurse in erster Linie Liquiditätsinduziert sind. In dieser Woche hat mein Lieblingsbörsenmagazin den sogenannten Crack-Up-Boom ausgerufen. Auf dieses Modell des Crack-Up-Booms könnte oder werde ich in, den, in einem der nächsten Videos vielleicht einmal ähm, genauer eingehen. Heute geht es aber erstmal um die Fundamentalanalyse der Water-Aktie. So, bevor wir damit anfangen, schauen wir uns zunächst mal die die derzeitige Ausrichtung von meinem Wikifolio an. Das wurde ja vor fast genau sieben Jahren im Juni 2013 veröffentlicht und hat seitdem eine jährliche durchschnittliche Performance von 12,6% pro Jahr erreicht und das Ganze bei einem maximalen Drawdown von 11,2%. Das bedeutet, dass der maximale Verlust der ja, der in dem Fall erlitten werden musste, wenn man an einem Hochpunkt investiert hat und an dem ungünstigsten Zeitpunkt danach wieder ausgestiegen ist, also am nächsten Tiefpunkt nach der Investition, dann hat man einen Verlust von 11,2 Prozent erlitten. Und äh, das Zusammenspiel dieser beiden Kennzahlen, also durchschnittliche jährliche Rendite und maximaler maximale Drawdown ähm, im Sinne eines ja, eines, eines ähm, sehr guten Chance-Risiko-Verhältnisses ist ja für mich die zentrale Steuerungsgröße für das Management des Wikifolios. Anfang April habe ich mal ein einstündiges Webinar mit OnVista veranstaltet und in dem habe ich meine gesamte Handelsstrategie etwas ausführlicher vorgestellt. Und dieses Webinar, das gibt es hier auch auf YouTube und das habe ich unten noch einmal verlinkt. So, wie man sehen kann, die Aktienquote beträgt derzeit 42%. Der DAX notiert ja über den drei relevanten Durchschnittslinien. Deswegen gehe ich heute davon aus, dass die Investitionsquote tendenziell ähm, sich erhöhen wird. Derzeit sind 11 Aktien im Wikifolio, davon sind 10 im Plus. Und die, ja, die größte deutsche Position ist die Warta-Aktie mit einem Anteil von 5%. Und da in dem Wikifolio derzeit ca. 1,5 Millionen Euro Echtgeld investiert sind, macht diese Warteposition eine eine Echtgeldinvestition von ungefähr 70.000 Euro aus. So, wie bestimme ich jetzt, ja, welche Aktien ich in das Wikifolio aufnehmen möchte? Ähm, ich habe ein, ein, also grundsätzlich in meinem Handelssystem ja ein System, das auf drei Säulen basiert. Und die erste Säule ist die Fundamentalanalyse. Und in dieser Fundamentalanalyse habe ich in den letzten 20 Jahren mir ein Kennzahlensystem entwickelt. Ich habe ja einen beruflichen Background in der Wirtschaftsprüfung, bzw. in der wirtschaftsprüfungsnahen Unternehmensberatung. Dort werden Unternehmen im Rahmen von M&E-Transaktionen fundamental und finanzanalytisch bewertet. In einer sogenannten Financial Due Diligence. Und... Ja, die, diese Analysen, die dort durchgeführt werden, die habe ich jetzt hier für meine Aktienbewertung angepasst. Und ja, die in der Analyse berechneten Kennzahlen nutze ich dann für meine Investitionsentscheidung Dabei habe ich mich, ja, dabei habe ich für mich vier Kennzahlenschwerpunkte identifiziert. Die sind Wachstum bzw. Gross, äh, Marge des Geschäftsmodells, Rendite auf das eingesetzte Kapital, sowie Cash bzw. die Fähigkeit Cashflow zu generieren oder die Analyse der Liquiditätsausstattung, so könnte man das ja, so könnte man den, die Bereiche beschreiben. Und was hier jetzt unbedingt gesagt werden muss, ist, dass meine Fundamentalanalyse rein quantitativ ist. Ja, ich nehme also ausschließlich Bilanzanalysen vor und ich bewerte keine qualitativen Aspekte Beispielsweise den tagesaktuellen Newsflow oder bestimmte konkrete Entwicklungen im Unternehmen. Ja, die sind für mein Handelssystem nicht entscheidungsrelevant. Entscheidungsrelevant ist eben nur die, äh, die mittelfristige Bilanzanalyse. Und es handelt, sich, ja, es handelt sich deswegen auch um eine mittelfristige Analyse von Geschäftsberichten bzw. von den Bilanzen des Unternehmens. Wenn ihr möchtet, werde ich demnächst mal eine kleine Videoreihe starten, in der ich auf die jeweiligen Kennzahlen etwas genauer eingehen werde. Wenn ihr daran interessiert seid, lasst mich das einfach mal in den Kommentaren unten wissen. So, schauen wir uns aber jetzt die vier Kennzahlenschwerpunkte für die vata aktie etwas genauer an. Beginnen wir mit Wachstum bzw. Gross. Ja, oder ähm, für, die, ja, für dieses Wachstum ähm, Gucke ich mir insbesondere die Entwicklung der, der obersten Linie in einem Income Statement, also in einer Gewinn- und Verlustrechnung, an, also die Umsatzerlöse? So, und um das Wachstum bewerten zu können, nehme ich, ja, nehme ich die Umsatzerlöse aus, dem, aus, dem, aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsberichts und berechne den KEGA. Ähm, KEGA ist. Ja, ist eine, ähm, eine durchschnittliche Wachstumsrate, steht für Compounded Average Growth Rate. Ähm, und ich berechne diese Kennzahl jetzt für eine Zeitreihe von mindestens vier Geschäftsjahren. Und da können wir hier sehen, dass Wata ja, insgesamt über diese vier Jahre über ansteigendes Umsatzerlöswachstum verfügt und ja, ein durchschnittliches Wachstum von 19,3% erreicht hat. Während das Wachstum in 2019, also 19 zu 18, sogar 33 Prozent betragen hat. Vor drei Wochen wurden ja die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Die habe ich mir auch angeguckt. Das, das sieht man jetzt hier auf der Grafik nicht. Aber ich kann euch sagen, da hatte WATA gegenüber dem Vorjahresquartal, also erstes Quartal 2020, gegenüber erstes Quartal 2019, Sogar ein Umsatzwachstum von 68%. Also erheblich über dem, was im Durchschnitt in den letzten vier Jahren an Wachstum generiert werden konnte. Und äh, dabei wurde eine Akquisition, die jetzt erstmalig in den, äh, in den Bilanzen gezeigt wurde, bereits herausgerechnet. Also dieses Wachstum ist rein organisches Wachstum, ohne die Berücksichtigung von Unternehmensakquisition, weil ansonsten wäre das Umsatzwachstum sogar bei, ähm, bei 170 Prozent. Und mit diesen Wachstumsgrößen gehört Wata auf jeden Fall zu den wachstumsstärksten Aktien in meiner Watchlist, die ja ca. 40 bis 50 verschiedene Aktien beinhaltet. So, kommen wir zum zweiten Kennzahlenschwerpunkt, nämlich Marge. Da analysiere ich die Grossmargin bzw. die Rohertragsmarge, wie sie auf Deutsch heißt, und die EBIT-Marge. Auch hier können wir sehen, dass WATA ja, einerseits eine Grossmargin von über 60% hat und damit überdurchschnittlich, äh, eine überdurchschnittlich hohe Grossmargin hat und dass, so, äh, dass sowohl die Grossmargin als auch die EBIT-Marge im Zeitverlauf über diese vier Jahre ansteigen. Ich gehe hier davon aus, dass der Anstieg der EBIT Margin in einem wesentlichen Zusammenhang mit dem Anstieg der Umsatzerlöse steht, da ja die Fixkosten der Administration und Verwaltung in einem immer größeren Maße durch die steigenden Umsatzerlöse abgedeckt werden. In der BWL nennt man diesen Effekt Fixkostendegression und die führt dann zu einem Anstieg der Profitabilität bzw. hier. Zu einem Anstieg der EBIT-Marge. Und auch für diesen, also für diesen Bereich Marge habe ich wieder einen, äh, einen Blick in die Quartalzahlen des ersten Quartals 2020 geworfen. Ähm, hier ist auch aufgrund der Übernahme der VATA Consumer keine genaue Analyse für die Grossmargin möglich. Ich habe mir aber den, ähm, die Zahlen für die EBIT-Marge etwas genauer angeguckt und da kann man sich dann ausrechnen, dass das EBIT in Q1 2020 gegenüber dem Vorjahresquartal um 155% gewachsen ist und dass die EBIT-Marge in Q1 26% beträgt. So, das sind ebenfalls wieder Zahlen ohne Berücksichtigung der Akquisition der Wata Consumer, also direkt vergleichbar mit den, mit den Werten des Vorjahres. Und auch das spricht für eine starke Performance von Wata im Vergleich zu den meisten anderen Unternehmen meiner Watchlist im ersten Quartal, aber auch in den in den vergangenen vier Jahren. So, nächster Kennzahlenschwerpunkt heißt Rendite. Was mache ich bei der Rendite? Ich berechne den den sogenannten Total Assets Return, beziehungsweise auf Deutsch heißt das die Gesamtkapitalrentabilität. Dazu setze ich das EBIT ins Verhältnis zu dem im Unternehmen gebundenen Kapital und in dieser Kennzahl muss ich sagen, enttäuscht war da mit einer Rendite von nur 10%. Das finde ich eigentlich etwas mager. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass ich nicht direkt einschätzen kann, inwiefern diese Total Assets durch nicht betriebsnotwendiges Kapital verzerrt sein könnten und eventuell bereinigt werden müssten, um, ja, um eine aussagekräftigere Kennzahl dort berechnen zu können. Außerdem bleibt hier auch. Die Analyse des Networking Capital zunächst außen vor. Also die Frage, wie sind die Total Assets eigentlich, wie setzen sie sich zusammen hinsichtlich der Bindungsdauer des Kapitals, ist das eher kurzfristig oder eher langfristig gebunden? Das habe ich hier auch noch nicht mit reinfließen lassen. Es wird auf jeden Fall spannend werden, in der Zukunft zu analysieren, inwiefern diese tendenziell positiven Entwicklungen von WATA auch positive Einflüsse auf die Rendite auf das eingesetzte Kapital erreichen können. Und für das Q1 2020 habe ich die, diese Total Assets Return, diesen Total Assets Return nicht berechnet, weil dann die gesamte Bilanz äh, um die Einflüsse aus der Akquisition der Vata Konsumer bereinigt werden müsste. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Vierter Kennzahlschwerpunkt, Cash. Ja, dazu analysiere ich die Kapitalflussrechnung, die ist ja auch im Geschäftsbericht enthalten. Und mir geht es hier insbesondere darum zu analysieren, ob das operative Geschäft des Unternehmens, ja, ob das eine positive Cashflow-Marge erwirtschaftet, beziehungsweise wie hoch die Cashflow-Marge eigentlich ist. Für Wata beträgt diese zuletzt 29 Prozent. Und auch damit ist Wata innerhalb meiner Watchlist wiederum überdurchschnittlich gut. Im zweiten Schritt stellt sich jetzt die Frage, inwiefern dieser Überschuss aus dem operativen Geschäft des Unternehmens die notwendigen Investitionen finanzieren kann. Ähm, sofern die Investitionen komplett aus dem operativen Cashflow finanziert werden können, ergibt sich ein positiver oder zumindest ein neutraler Free Cashflow. Das bedeutet dann, dass die Außenfinanzierung beispielsweise durch Eigenkapitalerhöhung für eine Finanzierung des laufenden Geschäfts nicht notwendig sein wird. So für die vergangenen Geschäftsjahre kann man hier sehr gut sehen, dass die Investitionen von Wata weitestgehend immer durch das operative Geschäft des Unternehmens abgedeckt werden konnten. Ja, und auch für den Kennzahlenbereich Cash habe ich die Analyse von Q1 2020 aufgrund der Verzerrung aus der Akquisition vorerst hier noch nicht vorgenommen. Außerdem sollen meine Videos möglichst nicht viel länger als 10 Minuten Zeit einnehmen. Und deswegen bin ich jetzt hier über die beiden letzten Kennzahlenbereiche, also Marge und Cash, etwas schneller hinweggegangen. Was mich jetzt interessiert ist, was ihr von diesen, ja, von diesen hier skizzierten Fundamentalanalysen eigentlich haltet. Würdet ihr gern mehr davon sehen? Soll ich die auch für andere äh, Unternehmen aus dem Wikifolio für euch einmal vornehmen oder vorstellen? Möchtet ihr, dass ich kontinuierlich die Unternehmen weiter analysiere? Also, dass ich auch, wenn Wata oder die, die analysierten Unternehmen weitere Quartalszahlen äh, ja, veröffentlichen, dass ich die kontinuierlich für euch hier weiter diskutiere. Berichtet das einfach mal in den, in den Kommentaren unten, sagt mir, ob ihr daran interessiert seid oder auch, ob ihr daran interessiert seid, dass ich euch die Kennzahlen aus einer, ähm, aus einer ja, ähm, detaillierteren Perspektive mal etwas genauer vorstelle, also euch mal aufzeige, was die, wie, wie ich die berechne und was die eigentlich aussagen. Ja? Ähm, das, würde mich, das würde mich sehr interessieren, ja, dass ihr das einfach mal reinschreibt. Für heute. Ähm, wünsche ich euch alles Gute, wünsche euch einen guten Start in die Woche und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Video. Bis bald.